Keine halben Sachen, direkt Zugriff, auch festnehmen. Na scheiße, sagen Sie sie. So, da haben wir es nämlich. Mord, alles fit. Grüßen Sie, Vierstände General. Ja, ich fand's nicht so gut. Ich habe gehört, jemand hat Sentenza als mal Hündchen beleidigt. Und fand ich nicht. Was gibt's denn da jetzt zu lachen? Sentenza ist nicht mein Hündchen. Aber Sentenza ist ein Igel. Ja, ganz genau. Und weißt du, was ich bin? Ich bin scheiß Triceratops. Und ich stoß alle mit meinen Hörnern weg. Ich bin Pflanzenfresser, okay, der komplett ausrastet und die ganzen T-Rexes und Tyrannosaurus Rexes wegschleudert. Was? Ich dreh mich einmal mit meinem Riesenschwanz und schleuder die weg, die Wichser. So, der Triceratops ist da, Freunde. No, das kann nur noch schlimmer werden jetzt. So. Nein. Jetzt geht's los. Bitcoin. So, Herr Ritter, wir stehen beide nebeneinander, oder? Natürlich. Das ist vom Vorteil, würden Sie sagen, oder? Ja, klar. Zwei also, starke staatliche Fraktionen, ja. Bundeswehr und Justiz, die an einem Strang ziehen. Na, das hoffe ich doch. Das ist nicht gut. Nicht nur hoffen. Manifestieren. Visualisieren. Angriff. Ich würde einmal bitten, also, die Herrschaften von der Bundeswehr so ihre Sicht der Dinge einfach mal zu äußern. Nicht nur das, sondern als allererstes kann Mr. Extrawurst Coin sich auch am Stuhl Platz nehmen und nicht da mittendrin Platz nehmen und Breitenberg, die sich da beide auch so anlehnen, einmal einen Stuhl schnappen. Wo ist denn Tänzer? Das ist eine gute Frage. Sage mal, muss das jetzt sein? Was soll denn die Scheiße hier? Warum wird jetzt hier geschossen? Wen haben die da abgeknallt? Also langsam beim Gerichtshof gibt's eine Schießerei. Also das sind nicht meine Leute. Was sind das, Zivilisten? Ja, ja, das sind drei Zivilisten, nackt gekleidet mit Schussweste, sind da gerade rausgerannt und haben angefangen zu schießen. Wir müssen uns beschützen, Charlie Cartell hat all seine Waffen verloren. Die haben Freddy niedergeschossen? Ja, ja, oh, die haben Freddy niedergeschossen. Na, na super. Ich geh mal raus. Oh mein Gott! Was ist denn hier los? Ja, hast du das beleidigend gesagt, so dass er geknickt sein könnte? Oder hast du das so gesagt, dass er halt Spaß nimmt? Weil ich habe ja zum Beispiel zu Loco auch schon gesagt, ja, hier, du bist der Hund von Bitcoin hier und da. Aber das war ja in einem humorvollen Kontext. Oder hast du das schon so, ach so, gesagt, dass er beleidigt ist? Nee, mein Kontext war schon, dass er dein Hund ist. Warum sagst du sowas? Er hat Ramirez zum Hund gemacht vor uns allen. Wieso? Hermano, das war... Er hat... Katastrophe, Ramirez. Egal, Hermano, müssen die dir selber erzählen. Er hat Ramirez seine ganze Würde genommen. Warum? Und sie einfach mit Füßen getrampelt vor uns allen. Ich meinte zu ihm, was für ein Hund bist du, und ein Mann vor uns so fertig macht. Ich sagte zu ihm, hör zu, ich sag dir ehrlich, ich habe geredet und geredet und wir haben alles besprochen. Ich habe ihm die Gesetzeslage erklärt, alles, er konnte nichts sagen. Ich sagte, no problema, ich weiß, dein Motto ist, ohne Hort kein Wort. Das habe ich gesagt und dann kam nichts dazu. Auf jeden Fall meinte ich, ist Ramirez dein Hund? Er sagte, sie. Und dann sagte ich, okay, wuff, wuff. Und dann meinte ich, aber du bist der Hund von Herr Hort. Okay. Und das ist einfach so. Ich sehe ihn als Drill Sergeant, als jemand, der die Leute erzieht, weil er schreien kann. Aber er ist kein Vier-Sterne-General, Mann. Was erwarten Sie, dass ich Ihnen sage, Herr Sentenza, Sie sind doch nicht der Hund, vielleicht die Katze? Es geht darum, dass wir Sentenza hierher holen und Sie einfach sagen, Sentenza, tut mir leid vor versammelter Mannschaft mit der Bundeswehr, dass ich vorhin Sie einfach niedergeredet habe. Oder du sagst auch, du kannst auch sagen, kein Problem, ne? Aber das nächste Mal in deiner Abwesenheit, wenn das Kali-Kartell alleine ist, dann bin ich da derjenige, der Hirtenhund. Ich habe eine Idee. Der zu ich deinen Männern geht Idee. Hol ihn her. Und Loco oder jemand anderen runterredet. Hermano, Loco hat so ein Organ, er kann sich selber wählen. Hol ihn mal her, hol ihn mal. Ich weiß genau, was ich sagen werde, Sentenza. So. Sich noch für was zu entschuldigen, was er getan hat in der Zelle. No problema. Hol ihn her. Also, ich wollte noch mal mit ihm reden. Herr Hort hat mir ja gerade ein bisschen erzählt, dass das nicht so prickelnd war, unser Gespräch mit dieser Hundesache vor versammelter Mannschaft. Ist jetzt auch gut, dass Herr Hort noch mal mit mir gesprochen hat, denn er hat mir das noch mal klar gemacht. Das musste nicht sein vor versammelter Mannschaft, dass ich Sie als Hund betitelt habe, Sie. Herr Bitcoin, auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite stecke ich sowas ziemlich gut weg. Alles gut, das hat Herr Hort für Sie geklärt. Aber ich nehme Ihre Entschuldigung natürlich ehrenvoll an. Sehr gut. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das freut mich, euch beiden. Ich mag euch beide sehr, sehr gerne. Ihr seid auch zwei Personen, die seit Anbeginn dieser Zeit in dieser Stadt, mit denen ich immer auch reden konnte. Ich sag das jetzt auch so, Sentenza. Auch in meiner Abwesenheit möchte ich, dass du dich auch mit Mr. Bitcoin, auch wenn es schwerfällt, ne, auch vor versammelter Mannschaft, vor allem der Bundeswehr gegenüber, aber auch beim Kali-Kartell, dass man da eventuell gewisse Themen, die angesprochen werden, dass da kein Schwanzvergleich draus gemacht wird, sondern wir stehen auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes, aber wir müssen niemanden bei dem anderen schlecht runterreden, sondern das kann man auch unter vier Augen machen.
Ja, weil die Leute gucken sich das dann ab. Wenn jetzt zum Beispiel Mr. Bitcoin bei der einen Sache jetzt den Schwanz einzieht, dann ist er beim Kali-Kartell unten. Dann sagt er, guck mal, Mr. Bitcoin lässt sich von der Bundeswehr auf der Nase rumtanzen. Und genau das Gleiche passiert, wenn sie den Schwanz einstecken bei Bundeswehrsoldaten. Dann passiert genau das Gleiche. Sentenza mit Ihnen. Mr. Bitcoin, ich sag Ihnen so, wie es ist. Sie haben mir gerade eben schon wieder, obwohl man auf unterschiedlichen Seiten steht, haben Sie mir eben gerade schon wieder Loyalität bewiesen. Und wenn man mir eine Hand reicht, dann bin ich der Letzte, der diese Hand abschlägt. Und ich werde jetzt etwas machen. Das habe ich in 5 Monaten Amtszeit noch nie gemacht. Aber das werde ich jetzt tun, Ihnen gegenüber. Ich krieg dein Ding auch geschenkt? Ein bisschen kleiner. Oh, alles klar. Du kriegst meine Dienstwaffe. Halte sie in Ehren. Bewahr sie. Es war ein langer Begleiter von mir. Und ich sag mal so viel. Wenn du mit dieser Waffe schießt, schieß mit deinem Herz. Also, Mann, ich sag dir ehrlich, die ist gerade fast 900.000 auf der Straße wert. Aber ich werde sie natürlich behalten. Aber sie ist von Hort. Ja, deswegen. Ich werde sie in meine Hand tragen. Ich werde sie nicht eintauschen. Und wenn ich sie mal ablege, weil ich zu schwach bin, um meine Pistole zu halten, hänge ich sie mir über mein Bett auf. Wir sind hier gerade noch im Vier-Augen-Gespräch. Wir sind aber gleich fertig. Ist kein Problem. Ich begebe mich wieder nach hinten, ja? Okay, ich danke Ihnen, Herr Leser. Bis gleich. Wieso ist seine Mütze nicht so ganz schwarz wie deine, mir? Er ist Generalleutnant. Ach, er ist kein Vier-Sterne-General. Bist nur du und Sentenza Vier-Sterne-General? Ich bin kein Vier-Sterne-General. Ach ja, du bist der 5-Sterne-General oder so. Nee, Generalinspekteur. Ach so, Inspektor. Richtig, Inspektor Gadget. Ach, ich liebe den Mirna. Der lässt mich an meine Kindheit denken. Inspektor Gadget. Er hatte mal so einen schönen Mantel, Mirna. Ja, so einen muss ich mir auch holen. Nein, tu das nicht, dann sieht so aus wie Sancho. Ja, stimmt. Und da sieht man automatisch aus wie ein Verbrecher, das ist das Problem. Ich denke, wir haben die Sache geklärt, jetzt haben wir einen gemeinsamen Feind, die Justiz. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich weiß nicht, ob es das erste Mal in 5 Monaten ist, dass Hort korrupt wird, aber ich würde Himmel und Hölle gefühlt in Bewegung setzen, um Ritter einfach abzuschlachten. Wie ein Stück Vieh. Ja, vielleicht musst du das gar nicht sagen, vielleicht kann ich das einfach tun. Ich habe gelernt, Hass nicht mit Hass zu bekämpfen. Und ich muss auch eine Lösung für Ritter finden. Und wenn ich die nicht finde, dann komme ich nochmal auf Mr. Bitcoin zu. Weißt du noch, was du mir gegeben hast? Was war das? Weißt du es nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr. Ja, du hast mir einmal den Tipp ganz am Anfang den Tipp gegeben. Mit dem Chai, mit dem Rücken. Ja, genau. Aber du hast mir auch noch eine Sache tatsächlich geschenkt. Oh, es geht auch nur um Schwarztee. Okay, welche? Ich sag mal so, wenn ich es dir zeige, dann ist ja ein bisschen die Überraschung vorbei. War das nicht mein Messer? Aber solange ich das im Besitz halte, Mr. Bitcoin, und du meine Waffe, sind wir miteinander verbunden. Du hast mein Messer noch, was ich dir damals gegeben habe? Und wenn ich dich irgendwann mal brauche, dann werde ich zu dir kommen und werde dir das zurückgeben. Für mich ist nur in dem Moment, und das sage ich dir so, wie es ist, in dem Moment, wo Hort korrupt wird, erste Mal in 5 Monaten richtig korrupt wird, ist für mich auch irgendwo meine Zeit bei der Bundeswehr dann auch vorbei. Und ich weiß nicht, wann es ist und ich möchte es eigentlich auch nicht. Aber die Justiz hat mir beim letzten Mal im Gefängnis einfach auch wieder gezeigt, wie viel schief laufen kann. Und es war für meine Seite und für deine Seite ein sehr, sehr enttäuschendes Erlebnis. Ich muss dir da tatsächlich zustimmen. Ich habe dich am Anfang, Mirna, die ersten Wochen, sogar Monate, wärst du der Letzte, zu dem ich gegangen wäre, um irgendwelche Informationen korrupt zu erschleichen, weil ich weiß, du würdest das nicht tun. Allerdings verändert diese Stadt einen. Mich hat sie auch verändert. Ich bin damals ohne Waffe, ohne Pistole aus dem Haus gegangen. Ich brauchte sie nicht. Ich hatte nur mein Messer aus Kolumbien, das war's. Danach, Mirna, es wurde immer schlimmer hier. Immer schlimmer. Ja. Wir mussten immer öfter schießen. Gegen dies und jeden. Und die Leute, du sagst in ein Wort, Mirna, sie nehmen sich das so zu Herzen, dass sie direkt gegen dich schießen. Ich habe mich auch verändert. Du hast dich auch verändert. Du siehst jetzt auch das Problem, auch bei euren Leuten. Und das ist der erste Schritt zur Erkenntnis. Die Erkenntnis ist immer der erste Schritt, Mr. Bitcoin. Und ich sage Ihnen so, wie das ist, wenn ich mich wirklich dazu entscheide, das erste Mal korrupt zu sein, oder wenn ich wirklich sage, ich möchte eventuell was Neues, oder vielleicht in ein paar Wochen, oder vielleicht ein paar Monaten, ich weiß nicht wie lang, etwas anderes machen als die Bundeswehr, dann sage ich Ihnen auch so, wie das ist. Hort wird nicht einfach Zivilist sein oder eine Fraktion gründen wie Toast und dann Artisch aufmachen oder eine Organisation oder als irgendwie anfangen bei der Pol. Ich bin ein Wildpferd und Wildpferde kann man nicht anflocken. Ich bin ein freier Mensch. Und wenn hier meine Zeit vorbei ist, dann werde ich meine 7 Sachen packen und diese Stadt verlassen und für immer ein Kapitel schließen. Kann sein, dass du mich dann an der Backe hast. Wer soll denn noch mein Rivale sein, den ich mag? Sowas gibt's in keiner anderen Stadt mehr. So einen werde ich nie wieder kennenlernen. Mr. Bitcoin. Das kann ich dir sagen. Man wird nur besser, wenn man gegen bessere Spieler spielt. Und du warst immer ein ebenwürdiger Gegner. Ja, ich glaube, deswegen hänge ich auch so an dir.
Ich habe nicht mal Toast. Nicht mal Toast als so ein Gegner mit so viel Respekt angesehen wie dich. Es gab damals in einer früheren Zeit einen Kriegsführer, der hieß Saladin. Auf der arabischen Sprache ausgesprochen heißt er Salahuddin. Und er hat Krieg geführt gegen seine Gegner. Dennoch hatten sie so viel Respekt zueinander. Salahuddin hat seinen Gegner in einer Zeit, wo er krank war, Medikamente vorbeigebracht. Frisches Wasser, damit er noch stark genug war, um den Kampf fortzuführen. Und das, Hermano, das ist Respekt, obwohl man sich gegenseitig vielleicht, naja, obwohl man gegenseitig vielleicht etwas anderes möchte. Und so sehe ich dich. Wir wollten rein mit Ritter. Ja, ja, klar. So, die Frage ist, wer nimmt ihn in den Schwitzkasten? Du oder ich? Ich habe heute schon sehr, sehr viel getan. Ich würde sagen, jetzt darfst du mal. Gut, das heißt, ich nehme ihn in den Schwitzkasten und du verdreschst ihn. Ja, kann man auch machen. Das Ding ist eine Zwei-Mann-Sache. Ja. Skrupellos, brutal, wendig durchführen, das Ding. Ja. Randa. Ja, da wird sich Kadi nimmt sich einfach derzeitig wieder sehr, sehr viel raus. Ja, das stimmt. Sie erreichen genau das, was sie erreichen möchten. Also ich glaube, wer einen... Ich frage mich auch, warum, mit welcher Begründung sind die überhaupt hier beim Gespräch dabei? Ja. Das verstehe weil ich sie bis jetzt Ganze auch nicht. Weil sie das Ganze gefühlt mehr oder weniger veranlasst haben. Und ja. mein Gefühl sagt mir einfach nur, dass sie einfach nur da sind, um derzeitig das relativ schlechte Verhältnis zwischen Justiz und Bundeswehr dann noch schlimmer zu strapazieren und einfach das gesamte Kapital machen wollen. Ja, ja, habe ich dann auch das Herr Ritter. Und wenn dann dort drauf eingegangen wird, dann haben wir halt eben ein noch größeres Problem. Ja, ich habe das gerade schon gemerkt, an sich, wo wir da in der großen Runde standen und Herr Breitenberg und Bitcoin der BW komplett recht gegeben haben, aber dann im Nachhinein auf mich zugekommen sind und gesagt haben, die BW lag völlig die falsch. Sind und die sind nicht dumm, ich sag's. Ja, sind die auch sind nicht dumm. Die versuchen zwischen den zwei Parteien ja. Und wenn man also Herr Ritter, erstmal, Sie haben ja ein unfassbar leckeres Aftershave drauf. Das, oh, vielen Dank, Herr Hort, Sie doch auch. Das riecht leicht Denken Sie das oder warum lecker? Das riecht irgendwie leicht nach Gummibärchen, Herr Ritter. Von wo haben Sie das? Das war tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk, muss ich sagen. Ah, der Wahnsinn. Ja, ich meine, Sie haben ja auch viel mit dem Gummibärchen gemein, ne? Also. Inwiefern? Ja, ein Gummibärchen hat auch keinen Rücken. Warum ist... Alter, was ist das? Oh, vielen Dank. Und was machen die jetzt hier? Ach, Digga. Ding! Oh, ich krieg zu viel. Ist das... Ich will gar nicht wissen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß, wer das ist. Herr Ritter, war nur ein kleiner Spaß, ein kleiner Nierenhieb. Die Frage, die sich tatsächlich stellt, ist, wie kriegen wir das Problem mit den Kalis in Zukunft gelöst? Wir haben ja bei dem Gefängnisaufenthalt gemerkt, in welche Richtung das schlägt, dass die quasi einfach uns beide, also Bundeswehr und Justiz, gegeneinander aufgehetzt haben. Was machen wir beim zweiten Mal? Ne? Also sollte das also ich fände es an sich schon recht cool, sorry, dass ich so reingrätsche in dein Wort, wenn wir denen beispielsweise mal so eine Szene vorspielen würden, so, dass wir übelst im Clinch wären, was weiß ich, so, ja. Dass sie das halt in dem Sinne vom Denken her aber das denken die doch jetzt geschafft auch schon. Hätten, dass wir irgendwie im Clinch wären. Das brauchen wir denen nicht vorspielen, das ist sinnfrei, weil die denken das sowieso immer, dass sie die Größe sind, dass sie es geschafft haben. Charlene, dass wir hier sind, beruht ja aus der Tatsache, dass wir uns, wir mussten so reagieren, weil... Ich meine, es wird doch so nie wirklich Problem jetzt sein zwischen BW und Justiz. Was haltet ihr denn davon, wenn ich einen Plan aushecke? Wie wir das Kali-Kartell mit einer richtig dicken Straftat können? Ja, jetzt bin ich gespürt. Lassen Sie hören. Der Auftragsmord an Ritter. Bin ich sofort dabei. Fühle ich. Jetzt mal Butter bei den Fischen. Aber nur von dem Anwalt, überhaupt kein Anwalt bei der Justiz, sondern nur eine Anwaltslizenz hat. Was haltet ihr davon? Sehr gut. Von welchen Herren? Von ihm. Von meiner Wenigkeit. Herr Ritter, würden Sie sich eventuell, sag ich mal, auf so ein Risiko einlassen? Als Köder zu fungieren. Als Köder. Ja, warum denn ich? Willkommen an der Angel. Nee. Herr Ritter, Ihnen sollte dann auch bewusst sein, als Köder ist man ein Köder. Oh, was ist denn hier? Da ist er, der Herr Grab. Ich lasse euch direkt hier raus. Herr Hort. Oh. Sind denn Sachen? Out of me. Ja. Oh. Sagen Sie mal, Herr Hort, was ist mit Ihnen passiert? Cordial? Okay, ich spiel Tag. Für Sie. Wer bist du denn? Hey, komm. Wer ist da denn? Wir machen einfach gleich den DJ. Special Officer Doofy. Ja, das ist der Doofy, der jetzt eine Bank ausgeraubt hat und hat gemeint, uns zu bedrohen. Das stimmt. Ich hab keine Bank ausgeraubt. Oh, nein. Oh, doch. Ich war gestern Staubsauger kaufen, hör auf zu lügen. Haben Sie schon mal Facility Management gemacht? Oh, nee. Ja, das mache ich gerade im Titi-Twister. Im Titi-Twister? Aber bei der Bundeswehr. Ja.
Sehen Sie sich als Hausmeister? Ich sehe mich als 4-Sterne-General. Was ist, wenn ich Ihnen einen Dyson V8 B-Turbo-Staubsauger anbieten würde? Mit ordentlich Zug? Dann würde ich Ihnen anbieten, mal mir an meinen Finger zu riechen. Riech mal. Boah. Ist ja widerwärtig. So. So. Herr Grab. Herr Grab, stellt vor. Grüße Sie. Das hier ist Herr Hort. Wie heißt er aber ganz kurz einmal? Es ist Stefan Grab. Richtig? Mein Name ist Stefan Grab. Stefan Grab. Ich grüße Sie. Ja, rühren Sie sich, Herr Grab. Dankeschön. Und hier habe ich noch von gestern. Mahatma Baudi. Ich veropel kein Audi. Ganz genau. Sie waren ja gestern schon da. Ja, richtig. Darf ich auch hier ohne Baudi. Herr Baudi? Ja? Was wollen Sie? So, folgendes. Wir wissen ja, Sie haben immer viel zu tun. Ja. Richtig? Ja. Richtig. Unser Anliegen ist, dass wir hier in die Bundeswehr kommen und wir haben Ihnen etwas vorbereitet. Ganz genau. Okay, Herr Grab, Sie sind angenommen, Herr Baudi, Sie sind abgelehnt. Warten Sie. Herr Baudi und ich haben wirklich was vorbereitet, weil wir Sie aus tiefstem Herzen überzeugen wollen. Und lieben. Okay, sind Sie bereit? Jungs, ich sag, wie es ist. Ihr habt eine Chance. Eine Chance. Okay. Eine Chance habt ihr. Mahatma? Let's go zurück. Yeah. Stefan, let's go. Ihr seid Soldaten. Ich muss es euch verraten. Wir wollen es so sehr. Wir But we are 2 words apart. Zivi und Soldat, gebt uns ein Gewehr. Wir wollen zur Bundeswehr. Stillgestanden. Mahatma salutiert. Stillgestanden. Stefan Grab salutiert. Wir wollen zur Bundeswehr. Wir sind auch zur Bundeswehr. So. Chabos wissen, wer der Grabo ist. Stefan ist der, der bald im Leopardenpanzer sitzt. Sentenza ist kein Tänzer, Bitch. Das war großes Kino. Oh, danke Ihnen. So. Dankeschön. Vielen so. Dank. Und ich würde mal sagen, für die Vorbereitung. Für diese, für diesen Aufwand. Seid ihr beides. Dankeschön. Seid nach langer Zeit mal wieder die allerersten Praktikanten der Bundeswehr. Wann hatten wir solche Leute, die sich so Mühe gegeben haben? Die haben sich ja wirklich Mühe gegeben. Haben sie deswegen auch. Hätte ich ja gesagt, dass sie hier ein paar Tage reinschnuppern können. Ja, es ist doch ein Praktikum. Ja, ohne das Wort Praktikant. Wie ohne das Wort Praktikant? Das sind doch Praktikanten zum Reinschnuppern. Wir können auch sagen, wir können einen Tag Praktikanten machen, dann gucken wir, wie die sich anstellen und dann kommen die ganz normal zum Einstellungsgespräch. Ich würde sagen, dass die Leute SAZ sind. SAZ? Soldat auf Zeit für gewisse Tage. Das klingt viel geiler. Also Soldat auf Zeit hört sich besser an als Praktikant? Ja. Die sind doch keine Soldaten. Definitiv. Das sind zwei Pappnasen. Ja, natürlich, aber die beide, sollen der Grab und der Mahaudi oder wie der heißt. Das die sind einfach doch aber fühlen wie Soldaten. Beide, sind, deren Gehirn ist wie eine Blechdose, wo zwei Murmeln rumrollen. Da ist nicht viel mit Strategie und taktisch und Soldat sein. Da hätte ich lieber das Wort Praktikant. Ja, denn freiwilliger Wehrdienstleistender. Ja, oder hier Heeresbande, Armee von oben, links, rechts, Süd, rechts, Westverkehr. Wie wär's damit? Einfach, dass die Begriffe auch so kompliziert sind, dass niemand mehr durchblicken kann. Nur Sentenza. Was halten Sie davon? Wie wäre es denn mit einem ZV7G387 Armeebande von oben, vom Flügel rechts, Koordinate 37458 mit dem Stempel auf Zeit?
Sehr geehrter Herr Horn, mit mir haben Sie vermutlich den besten Praktikanten aller Zeiten. Und in Kombination mit Herr Baudi kann ja! das einfach nur eine wilde Nummer werden. Die besten Praktikanten, die es je gab, nach mir! Definitiv ja, dort drehen den Laden auf links und verhauen links. Die Gangs und Kartelle, bis sie nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Vorne und hinten. Da hole ich gleich das Hauptmann-Barett aus, wenn ich hier die Euphorie höre. Ah. Oh yeah. Ja. Aber nur für den Grab. Für Baudi, dich sehe ich tatsächlich gerade eher im Facility. Lucker some Baudi. Nein. Ich bin Praktikant hier bei der Bundeswehr mit Herrn Grab. Und wir werden hier für Stimmung sorgen und für Liebe. Ganz genau. Was halten Sie denn eventuell, Herr Grab, wenn wir eventuell... Ja. Sollte es mit dem Praktikum nicht so weitergehen und Sie versagen? Was halten Sie denn davon, wenn wir bei der Bundeswehr auch einfach mal, sag ich mal, so aus... werbefreundlicher Sicht ein Format drehen für YouTube, dass sie sagen, Grab... Spontan wird mir da Grab in Gefahr einfallen. Genau, Grab in Gefahr, das wollte ich gerade sagen. Grab in Gefahr. Das hatte ich vorgeschlagen beim letzten genau. Mal schon. Ja, aber Herr Hort, da kann ich also, Ihnen direkt Lorbeeren sagen. Werden hier... Aber das wusste ich doch nicht, das war meine Idee. Nee. Mir fließt Camouflage du durch die Pulsadern. Du, hör mal auf, hier jetzt Ideen kommt zu für haben. Mich nicht also ich glaube, gleich geht's los. Wer ist da? Hinter mir. Warum hat er nichts an? Wir waren gerade im Swinger-Club. Ich habe Geburtstag, deswegen. Deswegen hat er nichts an. Und seit dem Krankenhaus aufgewacht. Ja, ja. Und deswegen haben wir jetzt dich gesehen, Liz, und wollten dann weitermachen eigentlich, also. Ah, ja, ja. Genau, ja, ja. Genau. Deswegen gehen wir drei Hübschen jetzt zusammen wieder in mein Hotel. Da sehe ich uns. Ja, ich sehe es nicht so. Liz, willst du mich jetzt schon wieder verkaufen oder was? Ja? Reicht es nicht, dass Rick dich für Mandy hat sitzen lassen? Ach, halt's Maul, ich gehe. Ja. Rick hat einfach sie verlassen für eine Mandy, Digga. Ja. Junge. Oh. Das war der Richtige, würde ich sagen. Oh ja. Hey, ist alles klar. Digga, lang nichts von dir gehört. Lange nichts gesehen. Also. Bleib mal stehen, Digga. Lass dich mal umarmen. Hier, komm her. Komm richtig ran. Ich auch, aber von hinten. Der ja, gerne. Der von beiden Seiten. Digga. Oh ja, von beiden Seiten, das sehe ich jetzt, Digga. Oh. Der Soße hat halt den längeren, ne? Heris, wie sieht's aus? Bist du auch da irgendwie im Titty Twister drin, oder? Nee, ich mach das Casino, Digga. Warum machst du das nicht mit Sosa zusammen? Warum ist Sosa bei Titty Twister? Warum hast du getrennte Wege? Das sage ich dir jetzt lieber nicht, Digga. Hä, warum? Nee, Bruder, es ist lange Geschichte, ist das, sagst du, oder wie? Nee. Also viel zu lange Geschichte. Viel zu lange Geschichte, ja. Später Fortnite, oder was? Ja, sehe ich mich tatsächlich schon sehr drin. Ich finde die Season sehr geil. Ich bin nicht so lang wach. Wie, du bist nicht so lang wach? Digga, ich bin schon seit 10 Stunden. Ja, und? Mach doch mal ein bisschen länger. Was willst du mir erzählen, du scheiß Rentner, Alter? Du kackst nach 2 Stunden ab. Ja, warte, wie nach 2 Stunden? Mach doch mal einmal 20 Stunden. Ich mach das auch schon gefühlt 8 Jahre länger als du. Ja. Wo ich angefangen hab mit der Scheiße, standst du noch als Speisequark im Kühlschrank. Da waren wir noch Fanboys von dir, Digga. Da hab ich den Creator-Code eingegeben. Und jetzt kannst du uns einblasen, Digga. Also wenn sie den Sentenza da jetzt überredet bekommen, dass der endlich mal aussteigt, dann... Ich direkt eine Beförderung? Dann würde ich es mir überlegen. Welches Auto ist denn der Sentenza? Herr Hort, schließen Sie jetzt auf. Es ist aufgeschlossen. Herr Sentenza, kommen Sie raus. Ich tanze auch für Sie. Also ich sag mal so, die Tür ist auf jeden Fall nicht aufgeschlossen, weil ich kann sie auch nicht öffnen. Sentenza, komm. Stimmt doch was nicht. Betätigen Sie doch mal den Schlüssel. Kann ich ja nicht, weil das Auto ja nicht mir gehört. Danke, Bob. Dann betätigen Sie mal den Schlüssel hier. Ja. Ah, jetzt ist offen. Können jetzt Sie offen? Einfach kurz aussteigen, Herr Sentenza? Geht's jetzt? Nee, weil jetzt hat er wieder zugeschlossen. Mann. Jetzt! Ja! Geht doch. Er ist ausgestiegen, ich hab's geschafft. Praktikum geht los. Let's go! Sie sind abgelehnt und aussteigen. Oh. Ich dachte, geht jetzt wieder weiter. So, steig ein. Ja, wenn du abgeschlossen hast, geht's nicht. Ja, war gut. Ey. Das war der andere. Ich brech gleich zusammen. Und wenn ich nicht schleunigst mein eigenes Dienstauto bekomme, dann ist hier Alter, richtig die Hölle los. Seit wann fährt die denn ein Mercedes? Ganz ehrlich. Es ist vorbei hier.
Ein Mercedes fahren, boah, Alter. Ja, komm. Steig ein. Gut, Silvester. Komm, jetzt komm, jetzt komm. Komm rein. Komm rein. Ja, ich wollte einfach mal fragen, ob Sie sich so richtig verhalten als Vier-Sterne-General. Was? Ob Sie denken, dass Sie das Verhalten eines Vier-Sterne-Generals angenommen haben. Mit wem reden Sie? Mit Herr Hort. Kannst du mir mal beantworten, wo aus welchen Löchern ihr alle sprießt? Morgens aus meinem Bett. Ja? Ja. Ihr kommt ja jeden Tag irgendein anderer Ampelmann zutage, der hier irgendjemanden irgendwas erzählen will, ob er seinen Dienst hier so oder so macht oder in diesem Rang noch so oder so ist. Wer bist du eigentlich? Ich bin Rechtsanwalt der Stadt Dortmund. Rechtsanwalt der Stadt Dortmund. Und Sie wollen jetzt den Herrn Hort ernsthaft darauf hinweisen, ob er überhaupt würdig ist eines Vier-Sterne-Generals. Nee. Mit welcher Begründung? Also Herr Friese, ganz kurz, ich kann das abkürzen. Ich bin dem Vier-Sterne-General bin ich nicht würdig, denn ich bin Generalinspekteur. Genau. Höchste Instanz, die es überhaupt hier gibt in der Stadt. So, ja, Glückwunsch. Wusste ich nicht. Ja. Aber, höchste Instanz, höher als alle anderen. Ich sitze quasi neben Zeus. Ja. Ist das so? Das ist so. Ja gut, erzählen kann ich Ihnen vieles, aber ich lasse das einfach mal so im Raum. Ja. Herr Sentenza. Ja, ich würde aufpassen. Sie sind eine Respektperson und ich bitte Sie, dass ich trete Ihnen respektvoll gegenüber, also tun Sie das bitte auch. Kommt drauf an. Okay. Ja, es kommt drauf an. Herr Friese. Worauf Was, kommt es an? Die nächsten Sätze, die aus Ihrem Mund kommen, beinhalten. Naja, ich stelle jetzt einfach nur in Frage, ob es so richtig ist, unsere Spezialeinheit als Knöllchentruppe oder eine Knöllchenpistole. Sowas einfach. Ernsthaft jetzt? Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Jetzt ist Schluss mit lustig, mein Freund, Alter. Herr Sentenza, ich werde nicht zurückfallen. Ich wusste es! Herr Sentenza, was tun wir hier? Was ich hier tue? Was sollen das hier werden? Herr Sentenza, ich habe schon Erfahrung bekommen, dass Sie hier sehr, sehr aggressiv gegenüber Zivilisten sind. Herr Sentenza, ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Ja? Ich wollte Sie fragen, ob es so richtig wäre, unseren Justizminister mit Schlägen zu drohen. Ja, das ist bei mir auch schon eingegangen. Mhm. Also so ein Verhalten bitte ich auf jeden Fall zu unterlassen. Ne? Jetzt ist durch! Darüber sprechen wir nicht. Jetzt ist er fertig! Ich setze mich nämlich für das Kollegium ein. Die sind mir nämlich sehr wichtig. Und ich bitte, dass die alle mit Respekt behandelt werden. Ich weiß, ich bin nicht auf dem Rang. Also, dass Sie überhaupt mit mir reden, das ist natürlich ein Wunder. Das finde ich auch wirklich sehr nett. Aber. Also, ich will mal ganz kurz vermerken: Sie holen die zwei wichtigsten Personen in ganz Dortmund. Herr Hort. Um 2:30 morgens. Hier ins Gerichtshof, in den Gerichtshof, um zu sagen, dass sie uns beide eigentlich nicht so gut finden. Sentenza, also. Nee, ich wollte einfach nur. Ich kann es nicht fassen, Sentenza. Wo sind wir denn angelangt? Naja, wo wir angelangt sind. Ich verstehe es einfach nicht, wo Handlanger in schwarzen Kutten hier aus dem Boden sprießen und anfangen, Jura-Scheiße. auf italienischen Marmor zu quatschen und uns in unserem Dienstrang schlecht zu reden. Verstehe ich nicht. Nee, das wo ich kommt nicht ihr alle her? Da möchte ich mal gerne hin. Wo ist das Nest, dass ich da mal richtig reinscheißen kann, ja, und alles ausmerze? Sagen Sie das mir, Herr Friese. Wo ist das? Ich habe von Ihnen bis zu dem heutigen Tage nicht ein einziges Mal was gehört. Und jetzt auf einmal kommen Sie hier irgendwo aus dem Loch gekrochen, wollen uns ernsthaft vollquatschen, beziehungsweise Herrn Hort Vorwürfe machen, dass er die Spezial... Ich will es gar nicht so ausdrücken, ja? Dass Herr Hort der Justizleute gegenüber die Streife fahren als Röntgentruppe dahinstellt und ich, meine Wenigkeit, diese angebliche Gruppe da
mich darüber lustig mache. Ist das jetzt Ihr Ernst? Ist das Ihr Ernst? Ja. Noch zu meiner Kutte. Das ist mein Aussie-Outfit. Eigentlich trage ich blau. Sagen Sie mir bitte, wo kommen Sie her? Aus Oldenburg. Aus Oldenburg! Und genauso wie die anderen. Ich kann nicht mehr. Rechtsanwälte in Anführungsstrichen haben Sie beim Tante Emma Laden im Zeitungsständer Ihr Jurastudium gekauft, wa? Nee, das habe ich absolviert. Viel Geld für bezahlt. Ja, glaube ich weniger. So, Herr Friese, wir reichen uns hier die Hände. Machen wir das. Ich danke Ihnen. Wie gesagt, und ich habe, wie gesagt, einen Konzeptvorschlag bei der Justiz auch eingereicht. Ja, Knöllchenpistole gibt's nicht. Knöllchenpistole. Sonst seid ihr hier auch einfach mal der, keine Ahnung, Grünkohlhaufen oder was. Wollt ihr auch nicht, oder? Richtig. Okay, Herr Friese, ich merke schon. Bei Oldenburger Grünkohl ist sehr gut. Ja, dann bereiten Sie doch mal einen zu. Ich fand's gut, wie ruhig du geblieben bist, tatsächlich. Ja? Wie es ist. Doch, ich war ruhig. Ich war ruhig, wirklich. Warst du? Normalerweise wärst du völlig ausgerastet. Ja, ich gibt Gründe, warum ich so ruhig sein muss.